Champion-Trainer Peter Schirgen gewann im französischen Le Mans mit zwei dreijährigen Debütanten. Zunächst siegte Dolomit leicht, 30 Minuten später siegte Salvatore mit Kampfgeist. Beide Schirgen-Sieger wurden von Sibylle Vogt geritten, die dann im weiteren Verlauf der Veranstaltung mit Waldemar Hicks Minario noch einen dritten Treffer nachlegte. Zweite in diesem Rennen wurde seine Stallgefährtin Big Boots. Wie erwartet ist Michael Motschmann zum neuen Präsidenten des Münchner Rennvereins gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Dietrich von Bötticher an, der sein Amt vor einigen Wochen niedergelegt hatte. Es war der 29. April 1897, als sich im Hotel Disch 47 hochrangige Bürger der Stadtgesellschaft zusammenfanden, um den Kölner Rennverein zu gründen. Im folgenden Jahr fanden die ersten Rennen für englische Vollblüter statt. Die mächtigen Tribünen des Architekten Otto March, einem Schüler Gustav Eiffels, prägen das Gesamtbild der Rennbahn noch heute. Der Weidenpescher Park ist die älteste Anlage für Sport und Gesellschaft in Köln.